damit zusammenhängen, dass der Genuss eines Fliegenpilzes vielfach in einen Rauschzustand versetzt. Völker in Sibirien erfreuten sich schon immer an der geisterweiternden Substanz des Pilzes. Arier dürften den Fliegenpilz auf ihrer Wanderung nach Indien kennengelernt haben. Der Legende nach soll Gott Indira vom gekelterten Saft des Pilzes getrunken haben und seine Seher ebenfalls. In der germanischen Mythologie reitet Wotan zur Wintersonnenwende mit seinem wilden Gefolge über den Himmel. Wo der Schaum von den Nüstern der Pferde auf die Erde fällt, wachsen 9 Monate später Fliegenpilze. Die Schamanen verzehren diese bei einem rituellen Mahl. Seit damals treten die Fliegenpilze als Glücksbringer auf. Dabei weiß man allgemein, dass das Verzehren von Fliegenpilzen zumindest Übelkeit, Erbrechen, eine Irritation des Magen-Darm-Traktes, Müdigkeit, Schwindel und motorische Störungen bewirkt.